Immer wieder berichten die Medien über Bedrohung von Personen des öffentlichen Lebens. Besonders betroffen sind hier Kommunalpolitiker. Um sich dagegen zur Wehr zu setzen, aber auch um Standpunkte auszutauschen, fand gestern eine Podiumsdiskussion im Bürgersaal des Zwickauer Rathauses statt, die unter dem Motto „Gemeinsam gegen Hass und Gewalt – Lokalpolitiker nicht alleine lassen“ stand. Vorab sind wir mit Zwickaus Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeis ins Gespräch gekommen und haben erfahren, dass es am gestrigen Tag nicht ihr erstes Zusammentreffen mit dem Bundespräsidenten gewesen ist. Ja, ich war im Juni 2018 oder Mai 2018 eingeladen ins Bundespräsidialamt, gemeinsam noch mit drei anderen Kollegen aus anderen Teilen Deutschlands, die alle Bedrohung und Gewalt erfahren haben im Amt. Und der Bundespräsident hat damals in einem sehr guten Gespräch mit uns hinterfragt, wie wir das einschätzen, woher das kommt, was die Ursachen ist, ob wir wollen, dass es auf Bundesebene Änderungen gibt in Gesetzen oder wie wir einschätzen, was sich da verbessern kann, dass damit Amtsträger eben in Ruhe ihr Amt ausführen können, zum Wohle eigentlich der Städte und zum Wohle eigentlich der Gesellschaft insgesamt. Heute geht es ja konkret um die Bedrohung von Kommunalpolitikern. Ja, das war auch das Thema Bedrohung von Kommunalpolitikern. Und der Bundespräsident hat sich ja schon mehrfach geäußert, dass die Kommunalpolitiker vor Ort eigentlich unsere Demokratie, die Stützen unserer Demokratie sind. Gewählte als Bürgermeister und Oberbürgermeister, aber auch Stadt- und Gemeinderäte. Und dass sie eigentlich einen besonderen Schutz bedürfen. Und er hat immer dazu aufgerufen. Und dass die Veranstaltung heute ist ein Meilenstein oder ein Mosaikstein auch in diesem gesamten Vorgehen des Bundespräsidenten bei diesem Thema. Heute werden 180 Gäste hier erwartet, darunter auch Betroffene. Ja, also auch die Bürgermeister, Landräte sind dabei, es sind Stadträte dabei. Und aus ganz Deutschland, also jetzt nicht nur hier aus der Region, aber im Besonderen natürlich auch aus unserer Region, aber auch Bürgermeister und Stadträte, die bisher noch nicht solche Erfahrungen gemacht haben, also ein Bundesbild. Und es wird eine Podiumsdiskussion geben, an der eben auch Wissenschaftler teilnehmen, die sich mit diesem Thema befassen, wie es dazu kommt, dass vermehrt jetzt eben der Frust auf die Kommunalpolitiker geht. Und es wird zum Beispiel auch ein Staatsanwalt aus Nordrhein-Westfalen dabei sein, der beauftragt ist, besonders gegen die Hass im Internet, also in den sozialen Medien vorzugehen. Der Bundespräsident wird aber nicht nur an dieser Podiumsdiskussion teilnehmen, er hat doch ein anderes Programm, zum Beispiel trägt er sich ins Ehrenbuch der Stadt Zwickau an und am Ende gibt es noch den Gang zum Gedenkort des NSU. Ja, also es ist selbstverständlich, wenn ein Bundespräsident hier im Rathaus weilt, dass er sich ins Ehrenbuch einträgt. Das hatten wir auch beim Herrn Gauck schon, der steht ja auch in unserem Ehrenbuch. Und nach einem Besuch noch des Robert-Schumann-Hauses werden wir dann zu den Gedenkbäumen fahren und dort werden wir der Opfer des NSU gedenken. Und das ist natürlich für ihn auch eine Selbstverständlichkeit, wenn er hier in Zwickau ist, dass er auch diesen Ort besucht. Das ist auch ein schönes Zeichen für unsere Stadt, Flagge zu zeigen, wir lassen uns nicht unterkriegen. Das ist richtig. Und ich will das Ergebnis der heutigen Beratung oder Konferenz nicht vorausnehmen, aber ich denke, wichtig ist, dass es in der Mitte der Gesellschaft ankommt, dass mit der Bedrohung von Amtsträgern auf kommunaler Ebene unsere Demokratie insgesamt in Gefahr ist und die Mitte der Gesellschaft sich auch dagegen wehren muss. Groß war das mediale Interesse an der Podiumsdiskussion. Mit viel Beifall empfingen die rund 180 Gäste den Bundespräsidenten bei seinem Eintreffen im Zwickauer Rathaus. Dr. Pia Findeis begrüßte die Anwesenden und freute sich, dass der Bundespräsident nach Zwickau gekommen war. In seinen Ausführungen ging Steinmeier auf die aktuelle Situation in Deutschland ein und sprach davon, dass unser Land ein massives Problem mit Hass und Gewalt habe. Er rief dazu auf, dass die Mitte der Gesellschaft, die viel zu lange ruhig gewesen ist, jetzt laut werden müsse.
Während der dann folgenden Diskussionsrunde wurde von mehreren Teilnehmern eine konsequentere Strafverfolgung gefordert. Hier kam auch ein in Planung befindliches Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität zur Sprache. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion trug sich der Bundespräsident ins Ehrenbuch der Stadt Zwickau ein. Zu Fuß begab er sich dann ins Robert-Schumann-Haus. Den Abschluss des Aufenthaltes von Frank-Walter Steinmeier bildete der Besuch der Gedenkstätte für die NSU-Opfer am Schwanenteich-Gelände.